Habt ihr es geschafft endlich? Also alles im Griff. Ja, wir waren langsamer als erwartet. Und hinter der Hütte stehen Fleisch, Wasser nicht. So, kommt uns bitte, komm. Jetzt könnt ihr euch gerade einreihen. Reiht ihr euch gerade geschickt ein? Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zu unserem ökumenischen Gottesdienst. An dessen Ende die Segnung von Mensch und die Segnung von Tieren. Bitte Ihre Pferde sein. Damit Mensch und Tier, Mensch und Pferd einander auch zum Segen werden. Ich grüße Sie auch nochmals im Namen von Pfarrerin Renate Klingenhöfer. Ein herzliches Willkommen Ihnen, die es aus der Ferne. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, deine Urteile sind tief wie das Meer. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Gott, wie köstlich ist dein... Seid wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Auf den Jesus in Jerusalem einreitet. Sag mal, erinnerst du dich noch, als wir Max mal mit dabei hatten? Ja, das war eine Attraktion. Aber eigentlich, glaube ich, suchst du nach einer Stelle in der Bibel, die von Pferden spricht. Hm? Es gibt da eine Bibelstelle beim Propheten Jeremia. Ganz kurz, wenn schon der Wettlauf mit Fußgängern dich ermüdet, wie willst du mit Pferden um die Wette? Ich habe versucht zuzuhören, aber was bedeutet das? Willst du mit Pferden um die Wette laufen? Nein, aber lassen wir mal den Text verhindern, dabei in uns entstehen. Wenn schon der Wettlauf mit Fußgängern dich ermüdet. Ah, ich habe ein Bild vor Augen und hier vielleicht auch. Samstag, Nachmittag, Fußgängerzone Wiesbaden. Falls du einen Parkplatz vorher gefunden hast. War das damals auch bei Jeremia? Aber geht es nicht wirklich darum, die Konkurrenz zu gefährden? Ja, Herr, segne diese Pferde, damit wir das Wunder des Lebens auch in ihnen erkennen. Segne diese Pferde, damit wir in Ehrfurcht und liebender Sorge sie schützen und pflegen und die Vielfalt ihrer Arten erhalten. Herr, segne diese Pferde, damit sie bei uns Menschen einen guten und artgerechten Platz zum Leben bekommen. Herr, segne diese Pferde, denn auch sie spüren wohl Angst, Trauer, Schmerzen. Und sie haben wohl auch Hunger nach Liebe und Zuwendung. Herr, segne diese Pferde und lass auch uns zum Segen werden für Mensch und Tier. Darum bitten wir...
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singen wir die erste Strophe. Thank you.
Tschüss, dann esst man noch einen schönen Eisbecher, ne? Ja. Ne? Tschüssi, lasst euch noch mal gut gehen, gell? Machen wir. Tschüss. Danke.